Im Mai gibt es wieder kostenfreie Games für deine Xbox. Und welche das genau sind, zeige ich euch jetzt. In Gianna Sisters Twisted Dreams Director's Cut stürmst du durch knifflige Level und verwandelst auf Knopfdruck die gesamte Spielwelt um dich herum. Das Jump'n'Run kombiniert knackige Grafik mit punktgenauer Steuerung und fordert dich mit mörderischen Gegnern und abwechslungsreichem Rätselspaß. In Lara Croft and the Temple of Osiris bist du in der Wüste Ägyptens auf der Suche nach einem Artefakt, dem Stab des Osiris. Auf deinem Abenteuer begegnest du rivalisierenden Schatzjägern und mythischen Kreaturen wie der bösartigen Gottheit Set. Den Titel spielst du entweder solo oder im Koop mit bis zu 4 Freunden, auch lokal. Lara Croft and the Temple of Osiris ist vom 16. Mai bis zum 15. Juni auf Xbox One verfügbar. In Star Wars The Force Unleashed 2 schlüpfst du in die Rolle von Starkiller und begibst dich auf die Suche nach deiner wahren Identität. Mit 2 Lichtschwertern und 9 Machtkräften entfesselst du deinen Zorn und stellst dich den Gegnern. Werde Teil der epischen Geschichte und führe die Star Wars Saga fort. Das Abenteuer ist vom 1. bis zum 15. Mai auf Xbox 360 und Xbox One erhältlich. In LEGO Star Wars The Complete Saga erlebst du die aufregende Geschichte rund um Anakin und Luke Skywalker. Spiele durch insgesamt 6 Star Wars Filme, entdecke alle Charaktere, erweiterte Machtkräfte, neue Power-Ups und herausfordernde Challenge-Modi. Gewürzt mit dem typischen Lego-Humor. LEGO Star Wars The Complete Saga könnt ihr euch vom 16. bis zum 31. Mai auf Xbox 360 und Xbox One sichern. Ja, das sind sie, die 4 neuen kostenfreien Spiele im Mai. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche euch am besten gefallen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns online.